1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. In Folge 63 habe ich Werner Kuhn zu Gast. Werner Kuhn ist seit 1994 Funktionär, Mitarbeiter in verschiedensten Funktionen beim SK Rapid. Und in unserem Gespräch habe ich mich speziell auf die Zeit 1994 beziehungsweise die Anfangszeit konzentriert, die, wie Sie sich, wie vielleicht viele noch wissen, wahrlich keine leichte war. Also Fasskonkurs, Gerüchte über eine Fusion mit Austria etc. waren hier gang und gäbe. Weiterer Schwerpunkt ist das Thema der Sponsorakquise. Wie schwierig war es damals, wie schwierig ist es heute, beziehungsweise wie funktioniert eine Sponsorakquise, wie läuft so eine Akquise ab. Weiterer Schwerpunkt auch 2013, das für Werner Kuhn selber kein leichtes Jahr war, da er sehr, sehr stark in der Kritik von Rapidfin stand und wie er dieses, warum er in der Kritik stand, beziehungsweise wie er das dann auch gemeistert hat, auch das ist Thema. Pandemiebedingt und Lockdown-bedingt ist dieses Gespräch via Skype aufgenommen worden. Etwaige technischen Probleme bitte ich zu entschuldigen, speziell in den ersten 3 Minuten gibt es ein Nebengeräusch. Das hat sich dann aber Gott sei Dank im Laufe der Zeit dann erledigt. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen und freue mich schon auf euer Feedback. Lieber Herr Kuhn, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich weiß, Sie sind ein sehr, sehr viel beschäftigter Mann. Es war nicht einfach, einen Termin zu finden, aber letztlich haben wir es doch geschafft. Herzlichen Dank. Ich möchte versuchen, chronologisch Ihre sehr, sehr lange Zeit bei Rapid mit sehr vielen Höhen, aber auch sehr, sehr viel, auch einigen Tiefen ein bisschen zu besprechen. Und da interessiert mich ganz speziell, und ich glaube, dass das sehr viele Fans interessiert, weil diese Zeit, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, die wird manchmal auch in der Historie ein bisschen so übergangen, so diese Zeit Anfang der 90er. Sie sind ja 1994 zu Rapid gekommen. Sind Sie da eigentlich freiwillig zu Rapid gegangen oder Sie waren damals ja bei einer Bank, ich will den zweiten Namen jetzt gar nicht nennen, bei einer großen österreichischen Bank, die ja in diese Probleme mit Rapid ja stark verwickelt, also ja, involviert war. Erzählen Sie uns, wie ist der Kontakt zu Rapid gekommen und wie hat sich das damals zugetragen? Weil Sie kommen ja sportlich aus einer ganz anderen Ecke. Sie waren ja Profi-Radrennsportler, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich möchte zu Beginn sehr geehrter Herr Deutsch und liebe Zuhörer. Aber als zu Beginn möchte ich sagen, Herr Deutsch, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Podcast und zu Ihrem, ich sage es einmal, mit unglaublich viel Leidenschaft und Hingabe entwickelten Format. Der Peter Klingelmüller hat mir schon sehr viel darüber erzählt. An der Stelle möchte ich auch mit einem Dankeschön beginnen, weil es für Rapid und in der großen Familie von Rapid sehr wertvoll ist, dass Sie sich die Zeit nehmen und solche Themen, egal welche Themen auch immer, in Ihrem Podcast behandeln. Zu dem Beginn, zu meinem Beginn bei Rapid. Es war 1994 im Frühjahr, als der damalige Generaldirektor der Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien in der Fusionszeit mit der Länderbank, das war gerade die Fusion Länderbank, bei einer Weltbanktagung von einem Wirtschaftsjournalisten am Ende dieser Weltbank-Pressekonferenz in Brüssel, ich glaube, es war Brüssel, gefragt wurde, Herr Doktor, was machen Sie denn jetzt mit Rapid? So hat mir es der Dr. Heiden erzählt. Nämlich, der Dr. Heiden hat in dieser Wirtschaftspressekonferenz und Weltbanktagung nur gewusst, dass es Probleme gibt bei Rapid und dass es wirtschaftlich extreme Probleme gibt. Und er hat ganz spontan, so wie es ein Banker halt ist, und damals war ja ganz, ganz stark die Fusionszeit, dass sich kleine Sparkassen zusammengeschlossen haben und zu Banken wurden. Und damals hat es, glaube ich, an die 600 Sparkassen gegeben und jetzt, glaube ich, sind nur mehr in etwa 20 oder 25 übergeblieben. Und in dieser Phase sagt er ganz einfach ökonomisch drauf, es wird ja in Wien einen gesunden Verein geben. Und am nächsten Tag stand in einigen Zeitungen, Rapid wird mit der Austria fusioniert. In der Interpretation. Und er ruft mich an, ich war damals in der Bank verantwortlich für Turnaround, also große Betriebe, große Unternehmen, die notleidend wurden, wirtschaftlich notleidend wurden. Und da sind wir zu Druckereien, zu Baufirmen und vielerlei. Also meine Verantwortung war das Sanierungsgeschäft. Dort, wo große Kunden in Schieflage gekommen sind und der Kunde es wollte, über Spezialabteilung aufgebaut, über Leiter der Betriebsorganisation und Sanierung.
und wir haben saniert. Und ich war damals gerade in Kärnten, 2 Jahre im Einsatz. Dr. Heiden ruft mich an und sagt, Herr Kuhn, am Montag haben wir bei der Vorstandssitzung, wenn Sie zu mir kommen, bitte, wir werden rapid wieder auf gesunde Beine stellen. Und auf die Frage, warum wir das tun, erklärt er mir das, dass am nächsten Tag eben in der Presse stand, Rapid wird mit der Austria fusioniert und ein regelrechter Shitstorm begann auf seinem Tisch mit gleich großer Stapel, wenn Sie Rapid im Stich lassen, dann kündige ich unsere Konten und ein gleich hoher Stapel mit Briefen, wenn Sie mit meinem Geld sanieren, dann löse ich meine Konten auf. Also eine völlige Pattstellung. Sagt der Herr Kuhn, was haben wir mit Rapid zu tun? Wir haben in der Fusion mit der Länderbank und die Länderbank war die emittierende Bank der Aktie, der Rapid-Aktie. Und somit gab es dadurch, durch die Fusion, eine Art Eigentümerverhältnis, weil die emittierende Bank und der Aktiengang von Rapid leider nicht von Erfolg gekrönt war, wo eigentlich die Bank in einer Situation, dass sie fast Eigentümer war aufgrund des Aktienpaketes. Und der damalige Präsident war der Anton Peña, der auch nicht gewusst hat, was mit seiner Rapid los ist. Der lange Rede, kurzer Sinn, sagt der Kunde, Sie sind ein bunter Vogel, Sie haben Druckereien saniert, Baufirmen saniert, Sparkassen saniert, schauen Sie sich Rapid an. Und so begann es, dass wir damals zu zweit, sozusagen der Fußballbezogene, der ebenso mit mir in der gleichen Bank war, der Günther Kaltenbrunner, so haben wir beide einen riesen Schuldenberg vorgefunden. Am Trikot war kein Sponsor. Ich glaube, bei 2 Spielen war ein kleiner Sponsor drauf, wenn es keinen Namen. So haben wir damals begonnen, der Günther Kaltenbrunner und meine Wenigkeit. Insgesamt waren wir zu viert. Die Gabi Fröschl möchte ich sehr, sehr gerne erwähnen, weil sie hat rund um die Uhr damals alleine fast ein halbes Jahr gearbeitet, bevor ich zu Rapid gekommen bin. Waren ja alle weg und es war eigentlich der Konkurs beim Ausrufen von Rapid. Also es war eigentlich Konkurs. Und wir haben den Konkurs abgewendet mit einem tollen Team, mit Juristen, Spezialisten für Ausgleichsmanagement und sozusagen auch wirtschaftlich. Wir haben die AG, die hat es ja damals noch gegeben. Aber ich kürze das Ganze ab. Also es gelang innerhalb von 2 Jahren dem Team Dr. Puschner, Magister Rosenauer, Jaksch, Kosch, einen Ausgleich durchzuführen. Ich habe mich gekümmert um den wirtschaftlichen Teil, um auf der einen Seite die Sanierung durchzubringen, dass die Gläubiger auf einen großen Anteil ihrer Forderungen verzichtet haben. Wir haben den Ausgleich durchgebracht. Wir haben das erste Wirtschaftsjahr hingekommen. Das war ein fantastisches Arbeiten, weil auch in diesen 2 Jahren sehr viel im sportlichen Bereich uns gelungen ist. Wir haben einen Großteil der Mannschaft ausgetauscht. Wir haben einen erfolgreichen Trainer gehabt, den Ernst Dokubil. Und in diesen 2 Jahren haben wir eigentlich ein großes Minus. Ich nehme die Beträge jetzt nicht, aber es war jenseits von 100 Millionen Schillinge damals das Minus. Und wir haben das innerhalb von 2 Jahren gedreht auf ein Plus von über 41 Millionen Schillinge damals. Und so war es eigentlich, dass wir auf der einen Seite den sportlichen Erfolg, Cupsieg, Meistertitel, Europacup-Finale durchgebracht haben, den Club auf völlig neue wirtschaftliche Beine von einer einfachen Buchhaltung auf eine doppelte Buchhaltung, auf eine Kostenstellenrechnung und eigentlich von 4 Mitarbeitern begonnen und ein kleines, schlankes Präsidium haben wir eigentlich diese ersten 2 Jahre den absoluten Turnaround geschafft. Ich war wieder am Weg zurück in die Bank. Benja ist leider Gottes gestorben. Edlinger ist aus der Regierung ausgeschieden, war damals Kuratoriumsvorsitzender und wurde Präsident. Und Rudi Edlinger, selig sei er, sagt zu mir, Werner, du kannst jetzt nicht in die Bank zurückgehen. Ich werde jetzt 3 Jahre den Präsidenten bei Rapid machen. Bitte sei mein wirtschaftliches Schutzschild. Kannst du dir vorstellen, bleib noch 3 Jahre. Und aus diesem Satz und aus diesen Gedanken habe ich gesagt, Rudi, selbstverständlich, gerne bleibe ich. Und aus diesen ersten 3 Jahren, Rudi Edlinger, sind dann alle Legislaturperioden geworden. Ich glaube, es waren dann 11 Jahre, wo wir auf der einen Seite Investitionen vorgenommen haben, baulicher Seite in die Infrastruktur, natürlich auch mit Unterstützung der Stadt Wien. Dankenswerterweise muss ich das an der Stelle sagen, weil
Ohne der Stadt wäre die Tiefgarage damals nicht passiert. Ohne der Stadt wären die Dächer nicht passiert. Wir haben auf das ehrwürdige Gerhard-Hanabich-Stadion 4 Dächer bekommen. Der sportliche Erfolg war es auf der anderen Seite. Und wir haben eigentlich die ersten Schritte gemacht mit europäischer Anerkennung, wieder mit europäischer Anerkennung. Da hat Rapid wieder ernst genommen. Der Andi Marek ist zu uns dazugestoßen. Er war schon vorher bei Rapid, immer am Wochenende. Andi ist dann dazugekommen, hat gesagt, bau das grün-weiße Haus auf, das Thema Fan und Fanclubs. Und so haben wir eigentlich Stück für Stück das Merchandising, Fan, Fanbetreuung, Stammtischbetreuung, irgendwie konzentriert dann auf die Sponsoren und auf die wirtschaftlichen Partner, haben wir unglaubliche Erfolge jetzt so im schnellen Bogen über diese Jahre aufgebaut. Schneller Überblick, leider Gottes 2008 nicht zum Zug gekommen, ein Euro-Stadion zu werden. Ich habe mich damals sehr bemüht, dass wir schon im Vorfeld zur Europameisterschaft Schweiz-Österreich 2008, das war knapp 3 Jahre, nachdem in Deutschland die Weltmeisterschaft war. Und ich kann mich an eine Sitzung erinnern, wo der Willy Lemke, Werder Bremen, neben mir gesessen ist. Ich habe damals auch den Andi Herzog noch von Bremen, der war damals bei Bremen, den habe ich dann zum Rapid, also quasi in seinem Ausklingen seiner Profizeit geholt und habe dadurch sehr viele internationale Top-Manager kennengelernt, durch den Transfer Carsten Janka zu Bayern München, aber den Uli Hoeneß, den Karl Hopfner, den Rummenigge, und habe eigentlich von diesen Clubs immer wieder lernen können und habe sehr viel Wissen und Know-how immer an Rapid mitgenommen. Und jetzt komme ich zum Willy Lemke zurück. Und der sitzt bei einer UEFA-Sitzung 2005, 2006 neben mir und sagt, Werner, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, eigentlich so in einer Pause. Ich werde mit dem Weserstadion in Bremen nicht zum Zug kommen bei der Weltmeisterschaft. Und wenn ich jetzt nicht einen Infrastrukturschub mache mit dem Stadion, dann wird es bei mir wirtschaftlich eng. Und an diese Worte kann ich mich erinnern, konnte ich mich erinnern, das war 2008, als Österreich den Zuschlag bekommen hat, habe mich sofort bemüht, ob wir ein EM-Stadion sein werden und können bei der UEFA, und die UEFA hat die Antwort gegeben, Herr Kuhn, leider, es gibt bereits ein Stadion in Wien, es geht immer nur pro Ort ein Stadion, das ist das Happel, das Ernst-Happel-Stadion, auch mit dem Endspiel, es kann nicht am gleichen Ort zwei sein. Und mit dem Jahr 2008 ist bei mir eigentlich das absolute Ziel, das habe ich dann nie verlassen, ein neues Stadion zu kriegen. Weil es ist damals schon das ehrwürdige Stadion in die Jahre gekommen, das Gerhard-Hanabich-Stadion. Die Infrastruktur an allen Ecken und Enden hat es eigentlich gezwickt und gezwackt und auch baulich. Und das überspringe ich jetzt auch sehr, sehr schnell. Habe 2009 inskribiert. Habe zum Rudi Edlinger, der hat immer zu mir gesagt, Werner, neu, wieso willst du neu bauen? Sag ich, es gibt bei uns nur eine Chance, wirtschaftlich weiterzukommen mit dem Neubau. Edlinger, Werner, bitte mach kein Abenteuer. Du siehst ja, was in Kärnten, zu dem Zeitpunkt war Kärnten mit 90 Millionen Euro gebaut. Sagt er, wie wirst du das? Sag ich, die 90 Millionen, weil ich orientiere mich nicht. Ich habe Benchmark gemacht, haben in Europa halt vergleichbare Märkte angeschaut, vergleichbare Stadien. Da waren 4 Stadien in Europa mein Vorbild. Das war Mainz, Basel, Eindhoven und Bern. Diese Stadien sind rund um die 40, 45, 47 Millionen Euro gebaut worden. Deswegen habe ich inskribiert, habe 2 Professoren gefunden, einen an der TU und einen an der Wirtschaftsuniversität, und habe in 16 Monaten eine Diplomarbeit, eine Masterthesis geschrieben, Sanierung versus Neubau. Und in diesen 280 Seiten steht, fertig geworden bin ich 2010, 2011, und in diesen knapp 240 Seiten steht das drinnen, dass eigentlich nur der Neubau wirtschaftlich Rapid weiterhilft und nicht die Sanierung. Und ebenso mit einem Team, ich konnte die Leute begeistern und habe auch dann den Rudi Edlinger dazu begeistern können, dass wir kein Abenteuer machen, mit sehr viel Unterstützung der Stadt Wien, dass die 16 Millionen Euro, die notwendig gewesen wären, das Gerhard-Hanabich-Stadion zu sanieren, wir für das neue Stadion unter der Auflage, wenn wir den Rest selber finanzieren können, dann bekommen wir das Sanierungsgeld, diese 16 Millionen. Und es ist mir mit einem Team gelungen, die Finanzierung aufzustellen. Im Prinzip sind es 35 Millionen Euro, rund um die 54 Millionen Euro, die dann das gesamte Volumen, also weit weg von den 90, weit weg von Klagenfurt, auch in den Funktionen. Ich habe mich in meiner Diplomarbeit sehr an die Wirtschaftlichkeit angehalten,
nämlich an die Betriebsführung dann, nicht nur ein Stadion haben zu wollen, sondern wie kann man das Stadion dann sinnvoll führen. Da waren auch wieder die Beispiele, diese kleinen Stadien Basel, Bern, Eindhoven in der Bewirtschaftung, dass wir auch ein multifunktionales Stadion für viele Veranstaltungen. Bis zur Pandemie haben wir fast an die 700 Veranstaltungen, die nicht Fußball waren, vermarktet. Das sind auch wieder Beispiele gewesen, die ich vom internationalen Benchmarking mitgenommen habe. Diese Zeit ist irrsinnig schnell vergangen. An der Stelle kann ich nur meiner Familie Danke sagen, weil ich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, die Sponsoren, die Wirtschaftlichkeit, Grundlagen für dieses neue Stadion zu schaffen. Mit 2015 habe ich dann mit viel Freude die Geschäftsführung an den Christoph Peschek übergeben. Jetzt schließe ich schnell den Bogen, da gibt es wahrscheinlich viele Fragen noch dazu. Und der Michael Kramer, der dann Präsident wurde, sagt: Werner, du kennst alle unsere Partner, du hast die Diplomarbeit geschrieben. Wie kannst du dir vorstellen, ein Vertriebsteam aufzubauen? Weil jetzt haben wir eigentlich noch ein Segment dazu bekommen. Und so kam es dazu, dass ich auch etwas erleichtert, weil es die Geschäftsführung, wirtschaftlich, sportlich, ich habe ja fast 16 Jahre beides gemacht, sowohl sportlich und auch wirtschaftlich, Spielerverträge, Trainerverträge, Sponsorverträge, Akquisition. Das Team ist gewachsen. Nun freue ich mich, noch bei Rapid sein zu dürfen, habe einen riesen Spaß dabei, im Businessbereich, im B2B-Bereich, immer wieder Unternehmen und ein gesamtes Team jetzt, das Sales-Team, bei dem bleibe ich jetzt geistig, hat eigentlich 500 Partner aus der Wirtschaft, 500 Businesspartner aus der Wirtschaft, die in unterschiedlicher Größenordnung von Sponsor, von Kleinsponsor, von Teampartner, von Premiumpartner. Diese 500 Unternehmen hat ein Team von knapp 8 Mitarbeitern in den letzten Jahren seit der Stadionneueröffnung aspiriert. Dieses Team unterstütze ich dabei. Wir lukrieren ungefähr zwischen 15 und 16 Millionen Euro in Cash pro Jahr. Nur vier Partner, jetzt müsste ich genau nachzählen, nur vier sind am Trikot. Also der Begriff Sponsoring ist bei uns durchgestrichen. Wir liefern dank unserer Fans, dank unserer Fanclubs österreichweit mit rund 1,1 Millionen Fans eine Kaufkraft, Marktanteile, Wettbewerbsvorteile für unsere Wirtschaftspartner, der Haupttreiber. Da haben wir eigentlich eine Wirtschaftsgruppe aufgebaut. Ja, und so sitze ich auch um die Zeit jetzt noch im Stadion. Händel in der Corona-Zeit, der Lockdown-Zeit, unsere Wirtschaftspartner mit dem Team über die Runden, wo ich an der Stelle zu allen, sowohl zu unseren Fans, zu unseren Mitgliedern, zu unseren Jahreskartenbesitzern, aber auch zu unseren Businesspartnern Danke sagen möchte, die uns auch in dieser schwierigen Zeit unterstützen, nicht kündigen und viele sagen, Werner, auch wenn ich jetzt zum Spiel nicht kommen kann, lass den Betrag oder Team, nicht nur meine Wenigkeit, sondern dem Team, schreib es bitte beim nächsten Jahr beim Abo wieder gut. Und an der Stelle an die große Rapid-Familie, vielen treuen Partner und Kunden ein Dankeschön für diese schwierige Zeit gemeinsam meistern. Jetzt haben Sie in ein paar Minuten so ganz jetzt einmal im Groben Ihre Laufbahn beschrieben. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch einmal zum Beginn zurück, weil mich das einfach wirklich interessiert und es hat mich einfach sehr geprägt, auch diese Zeit. Das war nämlich so für einen Fan so diese Zeit, so wie heute, man war natürlich noch nicht so dabei, die Transparenz war natürlich auch noch nicht so gegeben, man erfuhr nur sehr viel von den Medien, von den Zeitungen, wusste man nicht, was stimmt daran nicht. In welchem Zustand war Rapid, wie Sie gekommen sind und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Dass die damalige Zeit, das hat nichts direkt mit Rapid zu tun, Vereinsführung, Einnahmen, Ausgaben, ein einfaches Kassabuch war bei vielen und die Freiwilligkeit eine dankenswerte Aufgabe war und es war gar nicht bekannter Schuldenstand. Es war also nicht, also wie der Dr. Heiden damals zu mir gesagt hat, Werner, machen wir das, hat er mir auch gleichzeitig gesagt, wir wissen eigentlich nicht, wie hoch der Schuldenstand ist. Und das war zuerst einmal zu erheben, an wem schuldet Rapid Geld? Welche Firmen haben Geld geborgt? Und ich will nicht verurteilen. Ich glaube, dass auch in der Vergangenheit die Funktionäre Top-Erfolge, Rapid hat ja Gott sei Dank die Fan und die Basis in der Tradition, in der Historie, dass immer alle versucht haben, Rapid ganz, ganz vorne. Ich sehe es wie in der Leichtathletik, lassen wir mal in einen Gedanken. Ich sehe unseren Job wie in der Leichtathletik. Wir haben hier in dem Verein jetzt alle, die hier tätig sind und arbeiten, ein Staffelholz übernommen und unser Ziel muss sein, dieses Staffelholz wieder ganz, ganz vorne zu übergeben.
Und ich glaube, diese Gedanken haben auch die Funktionäre vor 1994 gehabt. Halt mit anderen Bemühen, mit anderen Mitteln, vielleicht nicht so erfolgreich, dass es dann eben zu diesem Zustand gekommen ist. Also ich will jetzt nicht verurteilen oder beurteilen, es war ein furchtbarer Zustand. Meine Intuition ist ja doch gar nicht, da irgendwelche Schuldigen herauszuarbeiten. Ich habe ja auch bei der Folge 58 eben mit der sehr geschätzten Gabi Fröschl ja auch ein Gespräch gehabt, die mir ja damals aus ihrer Sicht, ihre Sicht der Dinge damals dargestellt hat, wie dieser Verein damals zusammen war, dass es fast kein Personal gegeben hat, das alles sehr, sehr allein. Viele Fans haben geholfen, Trainings zu organisieren. Es wurden teilweise die Fahrten für die zweite Mannschaft konnten kaum noch stattfinden oder es gab mit einem Körperpflegematerial. Also es muss ja, sie hat das halt so an der Front quasi erlebt. Das stimmt so. Genau, und mich würde wirklich interessieren, wie nahe war es wirklich, wie ernst war es wirklich, dass es Rapid vielleicht 95 dann ganz nicht ernst, gibt? Ganz ernst, ganz ernst. Wenn damals, ich sage es auch so, erstens einmal, die Gabi Fröschl, die hat alleine fast ein halbes Jahr lang hier den Betrieb geführt. Sowohl Administration, ticketmäßig, am Wochenende sind ein paar Aushilfen gekommen von ein paar Freunden, die sie aktiviert hat, von der Jungschar und wo sie Kontakte hat. Also an der Stelle ein ganz großes Dankeschön, die Gabi Fröschl, ein Dankeschön, die ein unglaubliches Organisationstalent war. Also sie hat alleine damals eigentlich den Club gemanagt und von Mitgliedern, von Clubkarten, von Jahreskarten. Und wie ich gekommen bin, es war nur die Gabi da. Und am Wochenende sind ein paar Mädchen und ein paar Freunde noch gekommen, wie der Heimo Graus oder der Clemens Bieber oder der Peter Klingelmüller, der heute da ist. Und die haben am Wochenende mitgeholfen. Und dann sind sie wieder in ihren Unternehmen gelandet. Also was wirklich dazu geführt hat, das habe ich nie recherchiert. Wir haben damals eben zu viert begonnen. Es waren dann noch, der Werner Wittalm war dabei, die Gabi Fröschl und die Regina Maslow, also zwei taffe Mädels und der Werner Wittalm und meine Wenigkeit, dann ist etwas später der Stefan Ebner dazugekommen, aber es war wirklich eng und ein Wahnsinns-Hype gleich mit dem Beginn mit dem Ernst-Doku-Bild, das war natürlich eine unglaubliche wertvolle Phase, die sportlich war, wenn ich an die Mannschaft, an die 96er-Mannschaft denke, mit Namen Stumpf, Carsten Janker, Kühbauer, Stöger, Gucki, Marasek, Zocki, Michi Konsel, Peter Schöttl, Hartz, unglaublich, der Weg ins Europacup-Finale über Sporting Lissabon und, Feyenoord Rotterdam. Unglaublich. Und da haben alle eigentlich mitgeholfen und das war eine faszinierende Aufbruchstimmung von überall bis wirklich im wahrsten Sinn des Wortes auch wirklich bis zum heutigen Tag, weil auch das neue Stadion war Aufbruchstimmung, dass die Qualität, ich nenne es einmal so, Qualitätsmanagement im Sport oder im Fußball etwas Außergewöhnliches ist, die Spitzenleistungen ganz oben zu halten, das habe ich sehr rasch erkennen müssen, weil ich durfte bei Rapid drei Meistertitel miterleben, ich durfte auch die jeweiligen Verträge mit den Spielern, mit dem Trainer jeweils machen und das schwierigste Jahr war eigentlich immer nach dem Meistertitel, weil der Kurswert jedes einzelnen Spielers war am höchsten und natürlich war der Meistertitel für jeden Spieler die Visitenkarte, wieder gehaltsmäßig woanders mehr zu verdienen. Mit den TV-Einnahmen sind wir limitiert, mit den Zusehereinnahmen ebenso, mit der Größe des Marktes. Also die Fläche von Österreich ist so groß wie Bayern und die Wirtschaftskraft ist wahrscheinlich die Hälfte auf alle Fälle. Es hat immer eigentlich den Weg gegeben und seitdem haben wir eigentlich immer mit allen Teams Rapid weiterentwickelt und weiterentwickeln können. Und die Mannschaft spielt immer dabei eine wesentliche Rolle. Würde Rapid 1994 heute eine Lizenz bekommen für die Bundesliga? Oder kann man das jetzt so nicht 1:1 umsetzen? Oh ja, es hat damals noch keine Lizenz gegeben, ja. aber es hat Verträge gegeben und war vielleicht eines der vergangenen Probleme, dass man sie nicht vorher vor einem Spieljahr
angeschaut hat, genau, wie werden sich die Prämien entwickeln, kann ich auch die Prämien zahlen, weil der Grundgehalt ist ja planbar. Und ich habe es auch bei Rapid gesehen, wir konnten damals mit dem ersten Budget, wir haben auf Platz 4 budgetiert, Platz 3 auch mit den Prämien, und sind dann Meister geworden. Also im zweiten Jahr danach, 96. Und da habe ich schon gesehen, es kommen auch die Zuschauer mehr, aber es ist das Verhältnis, so wie Spieler entlohnt werden mit Fixum und mit Prämie, nationale Prämien, internationale Prämien, es ist ein Kunststück, dieses Budget immer im Griff zu haben und die Einnahmen ebenso zu planen. Und Rapid hat damals die Garantie bekommen, an der Stelle möchte ich das doppelt unterstreichen, und das sollen auch alle wissen, ohne der Garantieerklärung der Bank Austria für ein Jahr, für das erste Wirtschaftsjahr, die mit einem faszinierenden Betrag ein Jahr garantiert haben, nämlich dieses Sanierungsjahr, den Spielbetrieb offen zu haben, alle Leistungen und Zahlungen zu garantieren. Und das war eigentlich eine Garantie für die, jetzt sage ich einmal, virtuelle Lizenz. Weil wir haben gewusst, wir haben es hochgerechnet, wie viel Geld wir brauchen. Und die Bank hat gesagt, ohne dass die Bank aufs Trikot gegangen ist. Wir haben damals ein Trikot Avanti gehabt, einen Sponsor. Und die Bank hat gesagt, nein, wir wollen nicht aufs Trikot, wir sollen Sponsoren akquirieren. Sie will auch unterstützen, die Bank will auch unterstützen, dass wir Partner und Sponsoren bekommen. Sie will auch Platz lassen im ersten Jahr. Und so gab es eigentlich nur durch die Garantieerklärung der Bank Austria für das erste Jahr, 94-95, die Chance, dass wir überhaupt ein Jahr wirtschaftlich durchhalten konnten. Das sogenannte notwendige Spielkapital für den Betrieb, für die Aufrechterhaltung des Betriebes. Und durch den Erfolg, der faszinierend war, sind auch die Sponsoren, ist auch gelungen, Sponsoren. Avanti, Wienerwald, Visa, Casinos Austria, der Wechsel von Diadora auf Adidas, das waren lauter Steigerungen. Und der sportliche Erfolg und diese, ich sage einmal, Garantie. Und dann hat die Bank gesagt, wow, auch, die, also auch noch ein Punkt, der dann sehr wertvoll war, gab es die große Fusion, Z, Länderbank und CA. Und daraus entstand die Bank Austria und hat einen neuen Marken kreiert. Und das hat dazu geführt, dass die Bank Austria gesagt hat, wir gehen für 3 Jahre als Hauptsponsor. Der wirtschaftliche Erfolg war da, der sportliche Erfolg war da. So kam es dazu, dass die Bank auch gleichzeitig Sponsor wurde. Aber das erste Jahr war ein absolutes Geschenk, um Rapid am Leben zu erhalten und die Chance zu nutzen, Rapid weiterzuentwickeln. Rapid wurde ja damals Cupsieger, 95, und glaubt es ja nicht, bis heute das letzte Mal. Das heißt, was wäre, wenn das sportlich so schlecht gelaufen wäre wie die Jahre davor? Also sprich, ja, Gott sei Dank ist es nicht so gekommen, aber es war ja keine Garantie da. Die Mannschaft war jung, es war relativ ein großer Umbruch. Was wäre passiert, wenn das nicht sportlich nicht funktioniert hätte und die Bank Austria nach einem Jahr gesagt hätte, okay, Leute, sorry, aber ein zweites Jahr geht nicht mehr? Entschuldigung, ich frage jetzt einfach ganz naiv, weil ich mich in diesem Bericht... Ich gebe eine Antwort. Wir haben damals ein Team an Leuten gehabt, die im Fußball nicht üblich waren. Ich war in der Liga, bei den anderen Clubs, ich will keine Namen nennen. Aber wir haben absolut Profis am Werk gehabt, nicht unbedingt aus dem Fußballgeschäft, aber aus der Wirtschaft gekommen sind, vom Marketing, Werbung, Kommunikation. Auch der Günther Kaltenbrunner sei erwähnt, der bei der Kaderplanung, bei der Mannschaftsplanung, beim Gespräch mit dem Dokubil. Also es war damals schon das Händchen des Dr. Heiden, der hat zu mir gesagt, Werner, wir brauchen einen Juristen, also zum Beispiel bei den Funktionären, wir brauchen einen Werbemenschen, wir brauchen eine Kommunikation, wir brauchen einen Finanzer dabei und du managst das Ganze. Du kannst es, du weißt, wie es funktioniert. Und zum Thema Fußball nehmen wir noch den Günther Kaltenbrunner. Und ich glaube, dass diese wesentlichen Elemente, also ich nenne es einmal heterogen, Spezialisten, in ihrem jeweiligen Arbeiten Spezialisten, die viel Zeit damit verbracht haben, dieses erste Jahr in jedem einzelnen Segment umzusetzen. Es war viel Arbeit und es ist nicht direkt die Antwort, aber Gott sei Dank hat es damals diese Entscheidungen gegeben und diese Leute gegeben, dieses Team gegeben. Ohne
dieser Spezialisten wäre es nicht gegangen. Da war da ganz zu Beginn der Dr. Karl-Heinz Oertel, der Erfinder des Sponsorings. Er war damals bei der Raiffeisen, ist von der Raiffeisen ein Freund, ein guter Freund vom Dr. Heiden gewesen. Es war der Finanzer, der Peter Strecher, der Finanzen und auch wirtschaftlich in der Bank, von der Bank aus, der kommt. Es war der Josef Rubi dabei, der Chef der Marketingabteilung. Es war selber der Dr. Heiden, der mit seinen Kontakten in der Wirtschaft mitgeholfen hatte, einen oder anderen Partner zu finden. Es war einfach, ich sage so, die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Fleck, und alle haben eines im Sinn gehabt, Rapid rauszuholen und wieder sozusagen die Nabelschnur, ich nenne es einmal, die Nabelschnur der Bank Austria war ganz, ganz wichtig. Die konnten wir nach 2 Jahren durchtrennen und eigentlich Wirtschaftspartner mit Gegenleistungen, keine Geschenke. Das erste Jahr war sicher ein Riesengeschenk. Und dann eigentlich immer mit Gegenleistungen, Gegenleistungen, Gegenleistungen das aufbauen. Kann man jetzt aber nicht vergleichen mit einem Investor? Nein, ja. Nein, überhaupt nicht. Wir sind, also vom Muster her sind wir ein Verein geblieben. Und an der Stelle erlaube ich mir zu sagen, der Name Rapid war für mich immer heilig, weil es die stärkste Kommunikationskraft ist. Und wenn ich an der Stelle erinnern darf, damals gab es Wüstenrot Salzburg, Memphis Magna Austria, Buntigammer Sturm Graz, und ich war in Menu, also ich habe auch ein Trainee-Programm in Europa, immer Top-Clubs angeschaut, und Bobby Charlton, Manchester United, sagt zu mir, ihr macht in Österreich einen großen Fehler. Ihr verkauft die Clubnamen. Herr Kuhn, ich gebe Ihnen einen Tipp, verkaufen Sie bitte nie, das ist leicht, den Clubnamen zu verkaufen, aber die stärkste Kommunikationskraft, die sauberste Kommunikationskraft ist die Reinheit der Marke. Bitte nie besudeln, behalten Sie es ganz, ganz oben. Und das habe ich mir eigentlich seit 95 als Credo genommen. Nie den Clubnamen, oft haben wir Angebote bekommen, den Club, der ein oder andere Sponsor, den Clubnamen zu lassen. Und wir sehen es heute, wie wertvoll es ist, dass wir nicht ein Unternehmen im Clubnamen haben. Dadurch haben wir die Gunst, dadurch haben wir die Leidenschaft, die Sympathie und so typisch eben einen Verein aufbauen können und nicht einen eigentümergeführten Investor zu pflegen, der irgendwo, ein Investor will immer Geld zurückhaben oder beim Weiterverkauf wieder dabei verdienen. Da gibt es ja dann so viele Interessen, die sich kreuzen und queren, die nicht sinnvoll sind. Wann wurde dieser Ausgleich dann formal abgeschlossen? Kann man das so sagen? Ich kenne mich da gar nicht aus, diesen Frage ich einfach 95 haben wir uns so in etwa mit der, also das war etwa ein ganz intensives 12, 13, 14 Monate. Wir haben die Wirtschaftsbetriebe, die 100%ige Tochter neu aufgebaut. Wir haben die AG liquidiert. Wir haben Personen im Präsidium gehabt, die eben so heterogen waren. Nämlich heterogen damit unterschiedliche Spezialisten, echte Spezialisten in allen Themen, Finanzen, Kommunikation, Werbung. Und das war eigentlich die Basis. Also 95 war der Kurs abgewendet. Wir haben den Erfolg gehabt. 95, 96. Auf dem konnten wir sehr, sehr gut weiterarbeiten und aufbauen. Ist gut. Wir haben jetzt besprochen, es gab dann jetzt diese erfolgreiche Zeit, 95, 96, auch mit der Champions League, darf man auch nicht vergessen, wobei die Einnahmen damals ja noch nicht vergleichbar sind oder waren mit heute. Was war so damals die Prämie für das Erreichen der Champions League Gruppenphase 96? Man darf nicht vergessen, es waren Gegner Juventus Turin, Manchester United und Fenerbahce Istanbul. Dreimal volles Happelstadion. Also das dreimal volle Happelstadion, und ich werde die Zeit nie vergessen, wir haben über 30.000 Dreier-Abos verkauft. Da hat Marek und auch die Gabi Föschler mal erzählt, das ist ja damals organisatorisch fast überfordert war von diesem Andrang an Kartenwünschen, die man ja sonst nicht gewohnt ist, ne? Wenn 5.000, 6.000 Leute zum Stadion kommen. Faszinierende Zeit. Wir waren der erste Verein, also es gab ja damals das Ticketing, doch physisch. Die Tickets wurden einzeln gedruckt und die Tickets sind verkauft worden, und wir waren der Erste, der das Happelstadion so online gestellt hat, also geprägt. Der Werner Wittheim und meine Wenigkeit, wir kommen ja in dem Fall von der Bank, wo wir nur auf Automation gedrillt waren und Rationalisierung. Und als ich damals den Gigi Ludwig gesagt habe, wenn wir jetzt im Happelstadion sind, wir werden alle Tickets online verkaufen, sagt er, was willst du dort online verkaufen? Und wir waren die Initiatoren, dass das Happelstadion dann ein Online-Ticketing bekommen hat, weil sonst hätten wir es nicht geschafft. Aber
Online-Ticketing, den Geschäftsfall vorbereiten, den Geschäftsfall aufsetzen, in so kurzer Zeit und auch dann gleichzeitig im Vertrieb, da spricht die Gabi Bände, die hat es ja hautnah erlebt, war die Umstellung aufs Ticketing, auf das Online-Ticketing. Das hat fast, ja, wir sind immer getrieben gewesen, auch sehr rasch der Dienstleister zu sein für unsere Fans, für unsere Stammkunden, für unsere Fanclubs und sind eigentlich immer so, wie es im Sport üblich ist. Ja. Wie waren damals, noch einmal die Frage zurückzukommen, wie waren die Prämien damals in der Champions League? Können Sie sich da noch erinnern? Antrittsprämie, Punkte waren nicht so viele, aber zwei, wenn ich mich richtig erinnere. Waren so 300, zwischen 300 und 500.000 Schilling. Und wir haben das geschickt dann aufgeteilt und als Zusatzprämie gemacht. Ist natürlich laufend mehr geworden. Aber an der Stelle nur ein Beispiel. 1994, 1995 gab es bei Rapid nur zwei Spiele, die live im Fernsehen waren, im ganzen Jahr. Das waren die zwei Derbys. Mhm. Der ORF hat nicht jedes Spiel übertragen. Und ich war oft am Königlberg. Und dann haben wir es geschafft mit viel Neid und Zwietracht anderer, weil unsere zwei Derbys live im Fernsehen waren. Sonst waren, ja, es waren immer Zusammenfassungen. Aber es gab keine Live-Berichterstattung national. Das hat sich dann in der Zeit parallel in der Liga entwickelt. Mit dem, vorhin einige Manager noch ein, die bei den anderen Clubs waren. Und wir haben dann versucht, einen Fernsehvertrag zu entwickeln. Aber einen Fernsehvertrag, wie ich begonnen habe, hat es keinen Liga-Fernsehvertrag gegeben. Da habe ich, Entschuldigung, wenn ich sage, wir, Rapid, haben einen Fernsehvertrag mit dem ORF abgeschlossen. Einen Liga-Fernsehvertrag hat es nicht gegeben. Mhm. Wann ist es dann so mit dem Fernsehen, Bundesliga, was war so die Zeit, wo das dann auf professionelle Beine gestellt wurde? 97, 98, 2000. Da waren aber dann auch Privatsender ja auch dabei, wenn ich mich da noch recht erinnere. Ja, es waren immer wieder so. Ja, ja. Es war der Überleiter zu, es waren ein paar Privatsender, DF4, glaube ich, der DF1. Dann gab es Premiere und in Deutschland Run und Runissimo, die großen Vorbilder für tolle Fernsehübertragungen, bis zu 12 Kameras. Und das war dann die Herausforderung, dass wir auch Fernsehübertragungen bekommen, weil erkennbar war, wenn die TV-Übertragung animierend gut produziert wurde, dann kommen auch mehr Leute ins Stadion. Und die Sorge war damals von vielen Funktionären, muss ich auch sagen, Funktionäre in der Bundesliga, bitte keine Live-Übertragung, da kommen ja keine Leute mehr ins Stadion. Mhm. Und wir haben gesehen, je besser die Übertragung ist, je animierender das ist, umso mehr Leute kommen doch ins Stadion. Also es war ich habe immer sehr, sehr viel Zeit auch verbracht in der Liga. Ich war damals in verschiedenen Gremien in der Bundesliga, Marketing, Fernsehrechte, ich habe die Fernsehrechte verhandeln dürfen. Und so haben wir auch die Liga weiterentwickelt. Gegen Ende des Jahrtausends, also 99, hat der Rapid nicht den 100. Geburtstag gefeiert, aber es gab ja um die Jahrtausendwende ja auch wieder finanzielle Probleme, weil ja die Bank damals als Sponsor ausgestiegen ist und der jetzige Hauptsponsor damals eingestiegen ist. War das damals auch ähnlich prekär? Der Rudi Edlinger hat damals gesagt, er hat einige schlaflose Nächte verbracht. Es war eine große Herausforderung. An der Stelle wäre es für mich sehr leicht gewesen, weil auch die Bank gesagt hat, Werner, wir ziehen uns zurück, komm wieder zurück in die Bank. Und ich habe gesagt zu Rudi Edlinger, nein, ich gehe nicht zurück in die Bank, ich bleibe bei dir, wir suchen einen neuen Sponsor. Wäre für mich leicht gewesen, nur da zu sein, solange die Bank und die Bank Sponsor ist. Und es war wirklich wahrlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und es ist uns gelungen, die Wien Energie mit viel Kunst und Leistungsaufbau, auch mit dem rechtzeitigen Erkennen. Es war ja damals ein wichtiger Zeitfaktor auch in den Unternehmen Wiener E-Werke, Wienstrom, Fernwärme, die dann diese Wiener, typischen Wiener Unternehmen, also E-Werk, Fernwärme, zu einem Unternehmen Wienenergie, und da sage ich sehr leise, dieses Erkennen, dass es eine neue Marke gibt, die aufzubauen ist und die Unternehmen und die Kulturen zusammenzuführen. Ich habe ja ein Konzept geschrieben. Und das Konzept wurde damals von der Wienenergie angenommen, nämlich auf der einen Seite den Namen bekannt zu machen und auf der anderen Seite mit vielen Einladungen zu den Spielen Familien der vier Unternehmen, Fernwärme, E-Werke, Stadtwerke und so weiter, auch diese
Betriebskulturen zusammenzuführen, weil die E-Werkler waren Eigenleute und die Fernwärmeleute waren auch eigene Leute. Und jetzt ist es die Wienenergie geworden. Und diese Aufgabe, die ja weit weg vom Sponsoring ist, sondern eine Aufgabe war in der Kommunikation, die Marke bekannt zu machen, die Leute auch bei uns in der Freizeit Fußball spielen zu lassen, die Familien, das waren die Mitarbeiter, eigentlich aus 4 Unternehmen ein Unternehmen zu entwickeln. Also wir haben immer eigentlich quer gedacht, immer schön, dass auch die Mitarbeiter von Rapid gesagt haben, wir müssen immer Gegenleistungen erbringen. Und in dieser schwierigen Zeit, wo der Rudi Edinger völlig recht gehabt hat, ist uns immer mit kreativen Ideen und Gedanken gelungen, dann doch immer wieder Unternehmen zu gewinnen, bei Rapid zu landen, Rapid zu unterstützen. Und wir haben immer Gegenleistungen aufgebaut. Wir haben nie Geschenke genommen, sondern immer geschaut, dass wir Gegenleistungen. Und an der Stelle bis zum heutigen Tag ein großes, großes, großes Dankeschön an die Wienenergie, die ja jetzt fast an die 20 Jahre auch Partner von Rapid ist. Stimmt diese Gerücht oder die mehr, dass da der Michael Häupl, dem, wo man gern weiß, der ja unterstützt ja einen anderen Verein in Wien, auch eine Rolle gespielt hat bei der Wiener Energie? Mir fällt spontan dazu ein, dass damals der Verbund bei der Austria war, ungefähr in der gleichen Zeit, Wiener Energie bei uns. Das eine Unternehmen ist ein Bundesunternehmen gewesen, die Wiener Energie ist ein Wiener Unternehmen. Und der Michael Häupl als praktizierender Austrianer an der Stelle hat nichts unternommen, uns die Wienenergie zu reduzieren oder wegzunehmen. Auf der einen Seite, als Bürgermeister, war ihm sehr, sehr wichtig, dass beide Clubs in Wien weiterkommen. Das hat er mir oft gesagt. Und dann auch wieder an der Stelle, er hat ja vom Rudi Edlinger oft im Gemeinderat einen Schal bekommen. Der Schal war auf der einen Seite Austria und auf der anderen Seite Rapid. Also er hat das sehr, sehr geschickt gemacht, beide Clubs, obwohl er Austrianer ist und der Austria zuzuordnen war, hat er eigentlich Rapid direkt oder indirekt auch unterstützt. Aber sicher mit sehr, sehr viel wertvollem Respekt an den Rudi Edlinger, der sozusagen der Fahnenträger all seiner Kraft, Schutzpatron. Der Anton Peña hat ja sozusagen bei der Staffelübergabe an den Rudi Edlinger gesagt, Rudi, pass mal auf mein Rapid auf. Und das hat er gelebt, das hat er uns immer wieder weitergegeben. Ich erinnere, der Rudi Edlinger gesagt hat, Werner, wir haben eine Botschaft gekriegt vom Anton Peña, wir müssen auf Rapid aufpassen. Das heißt, Sie würden die Meinung teilen, dass der Rudi Edlinger einer der ganz großen Präsidenten in der Vereinsgeschichte ist? Ganz sicher. Gut, glaube ich, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Ich möchte jetzt auch ein anderes Thema kurz ansprechen, weil Sie oft das Wort Sponsor natürlich benutzt haben, ein sehr wichtiger Punkt. Viele Fans, die das oft ein bisschen auch vielleicht simplifizieren oder zu einfach sehen, sind, es kann ja nicht so schwer sein, dass Rapid, als größter Verein, Sponsoren findet. Das ist ja ein Kritikpunkt, der auch immer wieder an Sie getragen wurde, dass sie zu wenig Sponsoren, die Sponsoren zu wenig zahlen oder was auch immer. Jetzt wollte ich fragen, wie schwierig, jetzt vor der Pandemie, jetzt in der Pandemie ist wahrscheinlich alles noch ein bisschen schwieriger, aber wie läuft so ein Sponsor-Akquise, wie läuft das in der Realität wirklich ab? Also das ist ja ein Prozess, der ja nicht über Wochen, sondern geht einfach Monate, vielleicht manchmal sogar Jahre. Lassen Sie uns da vielleicht ein bisschen aus dem Innersten des Fachmannes plaudern, wie läuft so eine Sponsor-Akquise ab? Wie geht man da vor? Als Überblick ein Phänomen des Fußballs weltweit. Fans weltweit haben eine 98 Marketinguntersuchungen haben gezeigt, dass Fans weltweit eine 98-prozentige Markentreue zu ihrem Fußballclub haben. Das heißt, es wird Versicherung gewechselt, es wird Auto gewechselt, Marke gewechselt, Bank gewechselt, aber der Verein, der Fußballverein wird nicht gewechselt, obwohl er absteigt, obwohl er nicht erfolgreich ist. Dieses Phänomen, damit beschäftigen sich weltweit viele Marketing-Experten, warum der Fußball so eine hohe Markentreue hat. Und bei Rapid diese Markentreue, ich nenne es immer Superkleber, wo ja in der Champions League, in der Europa League
tolle Unternehmen, tolle Konzerne versuchen, an dieser Markentreue mit zu partizipieren. Das ist vielleicht die Einleitung zum Thema Wirtschaftspartner. Ich möchte den Begriff Sponsoring gar nicht so in den Vordergrund. Wir versuchen auch, das Thema Sponsoring so wenig wie möglich zu verwenden, weil es immer um Gegenleistungen geht. Und im Englischen ist Sponsoring eher ein Geschenk. Deswegen habe ich mit dieser Einleitung jetzt begonnen, dass es ein Phänomen ist im Fußball, eine unglaublich hohe Markentreue. Und die Firmen, nennen wir es jetzt klassisch im Fußball, Auto, Bier, Bank, IT, das sind immer wieder diese Dienstleistungen, die Kerndienstleistungen, die fast bei jedem Verein oder in der Champions League oder in der Europa League in der zentralen Vermarktung dabei sind. Mit einem einzigen Ziel, an der Markentreue mit zu partizipieren. Und wenn heute bei uns erkannt wird, der Bierpartner, Gösser, dann gibt es im Anglikanischen, ausgehend vom Englischen, ein Phänomen. Ob das ein Windhundverein ist, ein Pferdeverein, ein Tennisverein, das jeweilige Mitglied wird seine Kaufkraft dorthin wenden, der seinen Verein unterstützt. Und das Gleiche ist im Fußball der Fall. Und das Gleiche ist im Sponsoring, die Erwartungshaltung. Wenn im Sponsoring, jetzt bleibe ich bei der Begrifflichkeit, Rapid einen Partner hat, dann wird nicht nur erwartet, die Bekanntheit noch bekannter zu machen, die Marke noch bekannter zu machen. Das war in der Vergangenheit klassisch, die Reichweite, das im Fernsehen erkannt zu werden. Aber heute geht es um viel, viel mehr. Um Marktanteile, um Wettbewerbsvorteile, Details im Produkt bekannt zu machen. Und wenn wir heute pro Monat an die 50, 60 Termine haben, wo die Mannschaft hingeht, in die Schulen geht, zu Firmen geht, zu Produktpräsentationen, dann ist es jener Teil an Gegenleistungen, dass wir diesen Superkleber, ich nenne es einmal diese Markenkraft, versuchen rüberspringen zu lassen, dass der Autopartner Autos an unsere Fans verkauft, dass der Bierpartner indirekt vom Regal genommen wird und dass unsere derzeit fast 500 Partner, es gibt ein Branchenbuch, in diesem Buch kann man nachblättern, wenn Sie sagen, ich brauche einen Tischler, ich brauche einen Installateur, ich will auf Urlaub fahren, dann finden Sie bei uns im Branchenbuch, auch im Internet, jene Partner, wo Sie sagen, wie in England, jetzt sage ich auch aus dem Anglikanischen mitgenommen, man bleibt zuerst einmal im eigenen Verein, bevor man fremd geht, sozusagen. Und wenn eine Kaufentscheidung getroffen wird, dann ist die Kaufentscheidung, Gott sei Dank haben wir das in der Richtung entwickelt, dass der Fan schaut, kann ich die Kaufkraft, nicht fremd zu gehen, sondern kann ich nicht ein Unternehmen nehmen, die meinen Verein unterstützen. Das versuchen wir im Sponsoring. Und wie geht man jetzt heran? Wenn ich jetzt sage 500 Unternehmen, dann sind das nicht 500 gleiche Verträge. Es sind eigentlich pro Branche, pro Dienstleistungsbereich individuelle Verträge, die immer ein Ziel haben. Kaufkraft zu entwickeln, Wettbewerbsvorteile zukommen zu lassen und an der Stelle alle unsere Fans zu einer Kaufkraft zu entwickeln. Autoentscheidung trifft man alle 4 Jahre und wenn geht, wenn der Rapidler, der Rapid-Fan eine Autoentscheidung hat, dann idealerweise soll er, bevor er fremdgeht, einmal fragen, ist nicht der Autopartner von Rapid ein interessanter Partner, kann ich mir dort nicht ein Auto kaufen. Und das ist eigentlich die Kunst unseres Vertriebes, auf der einen Seite in der Philosophie Fans, Fanbetreuung, Stammtische ein bisschen damit vertraut zu machen, dass wir Partner entwickeln, die dann, wenn es eine Kaufentscheidung gibt, einmal angeschaut werden, ob man nicht bei unseren Partnern diese Produkte auch nimmt. Und das ist die Kunst, jetzt nenne ich es einmal auf der einen Seite im B2B-Bereich, im Geschäftsbereich, Firmen zu entwickeln und vor allem mit dem neuen Stadion, das war vorher nicht der Fall, vorher völlig richtig, wir sind immer im Grenzbereich unterwegs gewesen, weil wir nicht die Basis hatten, während der Woche einen Businessabend zu veranstalten. Wir haben derzeit sehr, sehr viele Veranstaltungen, wo wir branchenübergreifend diese Firmen auch miteinander verknüpfen, miteinander moderieren, weit vom Fußball weg. Und die Verweildauer im Stadion, auch wieder zum Thema Business oder Sponsoren, vorher beim ehrwürdigen Gerd Hanapi-Stadion war es, dass man knapp vor ein Spiel gekommen ist und gleich nach dem Spiel wieder gegangen ist. Und jetzt kommen die Leute 2 Stunden vor dem Spiel und bleiben bis 4 Stunden nach dem Spiel. Und eigentlich macht man auch Geschäft rund um das Spiel, vor dem Spiel und nach dem Spiel. Wenn man im Businessbereich mit 2200 Tickets, also diese 500 Unternehmen,
haben insgesamt 2200 Tickets, 41 Logen. Und ein Spieltag, 2 Stunden vor dem Spiel oder 4 Stunden nach dem Spiel, ist eigentlich in der Freizeit ein Zeitfaktor, wo jeder dieser Partner nimmt auch wieder Wirtschaftspartner mit. Es kommt zu einer hohen Fluktuation, zu einer positiven Fluktuation, dass eigentlich unglaublich viele, also ich sage es leise, Rapid ist sicher einer der stärksten Wirtschaftsclubs in Österreich, mit 500 Partnern, mit 500 Sponsoren. Natürlich ist es immer zu wenig Geld für die Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind aber unabhängig. Wir sind ein Verein, wir haben es aufgebaut so und sind sehr, 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 ich sage mal, wie soll ich sagen, Zielsetzung bestrebt, die Businesspartner weiter aufzubauen und den Fans, unseren Sympathisanten, Marktumfrage, jüngster Stand, in Österreich haben wir, in Gesamtösterreich, 1,1 Millionen Sympathisanten, Rapid-Fans, die Rapid die Daumen halten, die zwar nicht bei jedem Spiel sind, aber die stellen auch eine gewisse Kaufkraft dar. Einen Satz, für den ganzen, wie gesagt, wie geht man an die Sache heran? Genau. Wir verschicken nicht ein Angebot mit, Entschuldigung, wenn ich sage, Brust, Oberarm und Hose, sondern wir nehmen den Erstkontakt mit den Firmen auf, indem wir nicht eine Preisliste oder eine Speisekarte verschicken, sondern wir wollen in erster Linie 2, 3 Gespräche, um den Kunden kennenzulernen, um das Kerngeschäft kennenzulernen, um zu erkennen, wo können wir ihn unterstützen, wo können wir mit unserer Markenkraft, mit unserer Transparenz, mit unserer Reichweite, mit Eventmanagement, mit Eventmarketing und mit Direktmarketing. Wir sind eigentlich während der Woche eine Agentur. Also wir haben fast alle Tools, die üblicherweise eine Werbeagentur hat. Und wir bauen eigentlich für jeden unserer Partner individuelle Angebote auf, sodass er eigentlich in einem Jahr, wenn man die geringe, Gott sei Dank eine geringe Fluktuation, die Partner sind viele Jahre bei uns. Und eben weil wir nicht beim ersten oder beim zweiten Gespräch eine Preisliste verschicken und bei uns wird nicht ein Produkt gekauft, sondern bei uns wird eine Partnerschaft entwickelt, wo wir Gegenleistungen erbringen. Es gelingt uns glücklicherweise, dass immer nach einem Jahr der jeweilige Partner sagt, ans gesamte Team, jetzt können wir den Namen neutral, Rapid erbringt die Gegenleistung, ich verlängere. Dass wir bei den großen Konzernen, bei den großen Partnern, ja im jeweiligen Unternehmen immer eine Opposition haben, immer. Mhm. Nicht die Opposition, warum das Geld bei Rapid und nicht bei der Austria, sondern es gibt ja so viele, das ist der Betriebsrat, das sind Mitarbeiterentlassungen, das ist Geld, das das Unternehmen für irgendwas braucht. Das Geld wird für Rapid ausgegeben. Also das sind oft unglaubliche Aufgaben an die Verantwortungsträger, die so einen Vertrag unterschreiben, worauf die alles Rücksicht, ich sage immer dazu, Teppich knüpfen. Das sind so viele Knöpfe in einem Unternehmen, die geknüpft werden müssen, gerade bei großen Partnern, bei Premium-Partnern. Ich sage es oft, das sind 2 so Beispiele, wo ich sage, Teppich knüpfen, dass so ein Vertrag zustande kommt, ist ja nicht mehr eine Entscheidung von einem Mitarbeiter oder von einem Eigentümer. Marketing muss ich auch sagen, Vertrieb muss ich auch sagen, der Finanzer muss ich auch sagen, der Betriebsrat muss ich auch sagen, dann gibt es einen Vertrag. Das sind oft Kunstwerke, solche Verträge zu entwickeln und dann die Partnerschaften zu entwickeln. Weil überall, ob es jetzt Aufsichtsräte sind oder Vorstände sind, wir haben überall Opposition, warum das Geld nicht ins Bergsteigen geht, warum das Geld nicht ins Tennis geht und warum es vielleicht nicht so anders. Wie Sie mich jetzt gefragt haben, ist mir das bewusst und das ist tatsächlich ein Teil des Tagesgeschäftes. Bei den Premium-Partnern und Team-Partnern ist das die große Herausforderung, nämlich nicht mehr, wie ich begonnen habe, waren es oft bei den Unternehmen Alleinentscheider, Eigentümer oder Alleinentscheider. Aber jetzt ist es in den letzten 15 Jahren oder gerade in den Jahren, wo Sie gesagt haben, 2011, 2013, 2014 hat das begonnen, bei Konzernen gar nicht so einfach in Österreich, weil die Großen sagen alle, Herr Kuhn, ich bin eh bekannt. Bis die draufkommen, dass wir eigentlich nicht für die Bekanntheit stehen, um die Firma bekannt zu machen, auf der Brust oder auf der Keule, sondern dass wir eigentlich Kunden bringen, dass wir Wettbewerbsvorteile bringen. Das ist so die Kunst bei der Akquisition von Sponsoren. Ich wollte jetzt das Thema Sponsoren und Fans noch einmal ansprechen, kurz diesen Connect herstellen. Immer wieder wird in den Medien und auch in diversen Foren und herumdiskutiert, wenn es bei Rapid mit Fans mit Problemen gibt, also Probleme mit Fans gibt, ja, teilweise vielleicht, teilweise auch herbeigesprochen, heißt es immer, naja, das werden sich die Sponsoren nicht mehr lange gefallen lassen. Das aktuelle letzte Beispiel war vor 1,5 Jahren die Geschichte mit den
mit Otto Kringer, die in ihrem offiziellen Statement ja bekannt gegeben haben, dass ein, ja, dass die Außendarstellung des Clubs durch die Fans sie veranlasst haben, das Sponsoring aufzulösen. Wie sehr schaden unter Anführungszeichen sogenannte Probleme von Fans der Sponsorakquise oder das Behalten von aktuellen Sponsoren? Ich sage jetzt mal so rund Blattsturm zum Beispiel. Ja, da war das ja ein Riesenthema. Ja. Es gehört zu unserer Marke Rapid dazu, dass wir nicht brav sind, dass wir laut sind, dass wir im Prinzip Kult auch entwickelt haben und dass wir ab und zu schlimm sind. Ich würde es mit einer anderen Kultmarke erlauben, an der Stelle zu vergleichen. Harley Davidson. Harley ist laut, ist ruppig, ist kein Komfortmotorrad im Vergleich zu anderen Namen, will ich gar nicht nennen, ist ein Kult. Und eine Harley muss man wollen. Oder mit einer, jetzt nehme ich heute den anderen Namen nicht mehr unter, ein Golden Wing. Das ist ein Rolls Royce, die hört man nicht und die rauscht. Aber ich erlaube mir, der Stelle zu sagen, Charakter hat man mit einer Harley. Weil die ist laut, die ruppert, da ist ein bisschen Buckelpiste dabei. Hat Charakter. Und natürlich ist Rapid ein Kultverein, ist nicht brav, ist ab und zu schlimm. Aber das alles entwickelt die Marke. Und dass es für uns eine große Herausforderung ist, immer auf der einen Seite diese Marke als so eine Marke zu entwickeln, als Kult. Und dort, wo es halt ab und zu, ich sag's einmal, im Grenzbereich ist, zu erinnern, was für Rapid wichtig und wertvoll ist und diesen Kunstgriff zu entwickeln, die Marke als Kultmarke, ich sage es jetzt wieder Harley, weiterzuentwickeln und die vielen Aktivitäten der Fans, wo bis jetzt, jetzt aktuell in der Weihnachtszeit ist, wo sie für die Gruft sammeln, für typisch Wien, also für Wien etwas ganz Wertvolles machen, all das oder den Spieltag. Also viele kommen ja auch zu uns her und sagen, was bei euch im Stadion die Stimmung ist, das gibt es nirgends. Das ist halt die Kunst oder das Kunstwerk gesamt zu betrachten und die Phasen, die es auch gibt, immer wieder in einen Dialog, immer wieder mit einem Gespräch wieder für alle auch zu informieren, zu erklären. Ich habe es jetzt versucht zu erklären, das ist Rapid. Und das ist ein Teil von Rapid und ein sehr wertvoller Teil von Rapid. Aber ist es nicht dann insgesamt doch so, dass der Mehrwert des Block West, dieser lauten Stimmung, vielleicht auch nicht immer braven Stimmung, höher ist, weil eben viele Zuschauer auch wegen dem kommen? Ich meine, Rapid ist seit 2008 ohne Titel, seit 1995 kein Cup-Sieg mehr. Das heißt, die rein sportliche Situation alleine, sage ich jetzt einmal ganz keck, kann jetzt auch nicht sein, warum schon vor der Pandemie 20.000 Zuschauer gegen St. Pölten ins Stadion kommen. Da ist dann schon auch sehr viel das Publikum, der Block West, die Kreativität verantwortlich. Also ist da nicht der Mehrwert einfach größer als vielleicht, unter Anführungszeichen, der Schaden, der ab und zu angerichtet wird? Also ich betrachte den Mehrwert in Summe positiv, die Wertschöpfungskette sehr positiv. Und wir können jetzt mit jedem Einzelnen unserer Fans uns hersetzen und sprechen. Die haben sehr, sehr vernünftige Ansichten zum Verein, halten zum Verein, unterstützen den Verein. Ich betrachte es in Summe dieser Form der unterschiedlichsten, sage ich einmal, nehmen wir die Westtribüne auch eine multikulturelle. Es sind in der Westtribüne genauso Oberärzte, Richter, Rechtsanwälte, Familienväter. Es ist ein Multikulti, die Fantribüne ist, die West ist ein wundersames Werk von Fans, die eine Meinung haben und wo wir auch sehr wohl schon das eine oder andere Mal auch bewusst hingehört haben. Also, sie gehören dazu. Gutes Stichwort. 2013 komme ich jetzt ganz bewusst, das war wahrscheinlich jetzt nicht gerade ein sehr angenehmes Jahr für Sie, weil sich da sehr, sehr viele Proteste auf Ihre Person irgendwie konzentriert haben. Also es war so Kuhn, auch Ebner raus, die Geschäftsstelle wurde zubetoniert, es gab Spruchbänder,
Also es gab viele, viele, viele ja, Proteste. In verschiedenster Form wurden die kundgetan, es wurde ihnen vorgeworfen, der Schuldenstand, einerseits dann zu wenig Investitionen, was sich ein bisschen widerspricht teilweise, zu wenig Sponsoren und so weiter und so weiter. Sie können sich wahrscheinlich noch ganz gut erinnern. Warum waren Sie eigentlich so der, oder was glauben Sie jetzt im Nachbetrachtung, das ist doch jetzt schon 8 oder fast 9 Jahre her, warum waren Sie so damals das Feindbild für eine relativ große Anzahl an Fans? Wahrscheinlich sind zwei Attribute von mir dafür verantwortlich gewesen. Das eine Attribut, dass wir nie über den Neubau gesprochen haben, bis zu dem Zeitpunkt Neubau des Stadions, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir absolut sicher waren, dass wir es schaffen. Und dass in dieser Zeit, in diesen 2 Jahren, wo vor allem auch vornehm gesagt, das in die Jahre gekommene Gerhard-Hanapi-Stadion mit den feuchten Flecken, mit dem Schimmel in der Kabine, unter dem Dach der Wassereintritt war, vor allem auch dazu geführt. Wirtschaftlich waren wir oft im Grenzbereich, weil wir nie Sparverein waren. Wir haben immer geschaut, dass wir im Grenzbereich ausgehen. Ja, aber das ist ja lustigerweise etwas, was ja auch immer wieder vorgeworfen wurde. Rapid ist ein Sparverein. Waren wir nicht. Wir haben halt Geld gehabt. Aber ich komme zu alle drei Themen. Und ein ganz wichtiger Teil war in der Phase, dass wir nie über den Neubau gesprochen haben. Warum? Die Erfahrungen des ehemaligen Wohnbaustadtrates Rudi Edlinger. Werner, wir müssen mindestens 1 bis 2 Jahre still sein. Wir dürfen nicht vom Neubau sprechen. Wir haben einen der größten Gemeindebauten als Anrainer, den Hugo Breitnerhof mit 3000 Bewohnern. Und wenn wir da rausgehen mit dem Neubau, wir haben kein anderes Grundstück. Wenn, dann müssen wir schauen, dass wir auf dem Grundstück den Neubau zusammenbringen. Und im Wesentlichen sind wir beide, das war Hauptpunkt. Es ist nicht erkennbar gewesen, dass wir uns bewegen. Was im Hintergrund gelaufen ist, dass ich 16 Monate in einer Rekordzeit studiert habe, in einer Rekordzeit die Diplomarbeit geschrieben habe, wie soll das Stadion bewirtschaftet werden, dass es kein Bauchfleck wird, dass wir wirtschaftlich mit dem neuen Stadion nächste Dekade draufsetzen, war wichtig, dass nichts von irgendwelchen Medien oder Zeitungen das verzerrt wird, dann hätten wir es uns abschreiben können. Wir beide haben den Mund gehalten, der sportliche Erfolg war auch nicht da und diese Supermischung, wir haben kein Zeichen gesetzt. Wir haben immer nur gesagt, wir haben die Stadt Wien geschützt, wir sind Mieter und wird schon saniert werden und so weiter. Wir haben eigentlich den Ball sehr flach gehalten und der wirtschaftliche Grenzbereich und nicht sportlich erfolgreich. Das war im Prinzip das Ergebnis. Und wir hätten uns beide, der Rudi Edlinger und ich, wir hätten uns befreien können mit der Aussage, wir bauen eh neu. Das wäre eine kurze Befriedigung gewesen oder eine kurze Zufriedenstellung. Aber wahrscheinlich wäre es in die andere Richtung losgegangen, weil dann hätte es eine Bürgerinitiative gegeben, kein neues Stadion Hütteldorf und. Dass es ein neues Stadion gegeben hat, hat zum Beispiel der Harry Gartler unter anderem, der damals verantwortlich war, der hat über 1,5 Jahre Grätzelrunden gemacht. Und er hat immer wieder Versammlungen, so wir Mieter, die ganzen Nachbarn besucht und hat gesagt, wenn wir jetzt sanieren, wenn wir nur von der Sanierung reden, wenn wir jetzt sanieren, was ist das Ziel? Da sind 3 Ziele gekommen. Die Ecken zumachen, dass der Schall nicht rausgeht, wenn wir sanieren, dass der Flutlichtturm, das Flutlicht an die Dachkante kommt, dass wir nicht alle Bezirke 13., 14., 15. Bescheinen und dass die ganzen Fanbusse im Stadion stehen und nicht irgendwo herumstehen. Und als wir mit einer fast einjährigen Arbeit herausgefunden haben, was müssen wir für die Anrainer tun bei der Sanierung, haben wir dann ganz, ganz leise bei den Anrainern wieder in den unzähligen Grätzelrunden klein, 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 5 Leute, 10 Leute, 10 Leute gesagt, ja, vielleicht gelingt uns der Neubau, dann würden wir das mit berücksichtigen. Und diese unglaublich vielen kleinen Gesprächsrunden haben uns die Sicherheit gegeben, dass wenn wir das berücksichtigen beim Neubau, Flutlicht auf der Dachkante, Ecken zumachen, Busse herein, dadurch haben wir ja Trainingsplätze verloren. Das war am Anfang undenkbar. Wir mussten uns ja überlegen, wo gehen wir hin trainieren, wenn wir die Busse ins Stadion hereinstellen und. Und das hat dann in diesen 2 Jahren haben wir den Mund gehalten. An der Stelle Rudi Edlinger fantastisch.
ich habe gesagt, meine Familie, also Kinder, meine Frau, Werner, also war eine ganz, ganz entsetzliche Zeit. Aber wenn ich heute zurückschaue, sage ich, es war richtig, dass wir nicht darüber gesprochen haben, dass wir mit dieser Strategie den Mund zu halten und nicht in der Zeit, wo es noch nicht sicher war, und mit vielen kleinen Gesprächen die Anrainer abgeholt haben. An der Stelle sage ich zum Beispiel, es gab in Wien an einem anderen Ort eine Kleingarteninitiative, dass das Projekt nicht ganz so durchgegangen ist. Es gibt jetzt wirtschaftlichen Schaden daraus. Also an der Stelle sage ich, wir haben Hausaufgaben erledigt, wir haben Hausaufgaben auch ertragen. Und heute sage ich, heute steht das Stadion da mit einem unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg. Wir konnten die Sponsoren aufbauen, wir konnten den Club weiterentwickeln. Und wir haben damals eine, meiner Meinung nach, zurückgeschaut, eine richtige Strategie entwickelt, nicht darüber zu reden, sondern erst dann zu reden, wenn wir es haben. Wir hätten uns vielleicht kurzfristig von der Kritik befreien können, aber heute zurückgeschaut, 2 Jahre Kritik, ein neues Stadion, Erträge weiterzuentwickeln. Wir sind Eigentümer, wir sind in Österreich der einzige Club und Eigentümer des Stadions. Und wir sind nicht wie, es gibt ja in Wien einige Projekte, die in den Zeitungen rauf und runter und die Kostenerhöhung und die Nachkostenzahlungen und. Wir waren immer in die Kosten drin, wir haben ein Projekt aufgesetzt, das funktioniert hat, das finanziert wurde, das nicht nach hinten losgegangen ist und das jetzt in der Betriebsführung während des Jahres uns nicht frisst, sondern ganz im Gegenteil, auch jetzt in der Pandemiezeit oder in der Zeit der Corona-Zeit sogar ein bisschen unterstützt hat dabei in dieser Struktur. Also insofern kann ich nur sagen, an erster Stelle an meine Familie, meine Frau, meine Kinder haben Jahre mitgemacht, wo die Transparente gehängt sind und mich unterstützt dabei haben, dass die Kondition, auch den Rudi Ehling an der Stelle, wir haben es ausgehalten. Jetzt können wir davon, zum richtigen Zeitpunkt hat dann der Michael Kramer mit dem Team den Bau übernommen, gebaut, die Baukosten im Griff gehabt. Also es waren wirklich 2 Teams. Auf der einen Seite das Team mit dem Rudi Edlinger, die Vorbereitungen und die Stille dazu und auch die Kritik ertragen und dann die Phaseübergabe von Edlinger an das Team Michael Kramer, den Bau erfolgreich durchgezogen, keine Kostenüberschreitungen. Ich sage es einmal, wenn ich es zurückdrehen würde, ich glaube, dass die Infrastruktur, es gibt ja auch einen Spruch, den hat damals der Willy Lemke gesagt, Werner, vergiss nie, manchmal in Steine zu investieren und nicht sofort in die Beine. Zu dem schwierigsten Zeitpunkt in die Steine investiert und können jetzt die Früchte davon ernten. Haben Sie damals einen Rücktritt gedacht? Aufgrund dieser Proteste und ich glaube, es wird Ihnen wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise auch persönlich nahegegangen sein, weil Sie die Familie angesprochen haben. Es war keine leichte Zeit, aber vielleicht hat mir dabei meine Heimatsportart, ich komme aus dem Radrennsport und als Einzelsport und als Ausdauersport wirst du, wenn du dich nicht gut vorbereitest und bei einer Niederlage, die Niederlage kannst nur du auf dich selber zuordnen. Wahrscheinlich hat mich das im Charakter, in meiner Persönlichkeit damals, diese Sportart geprägt, nicht sofort aufzugeben. Sie haben ja dann 2015 da quasi das Staffelholz, das Geschäftsführer-Staffelholz an den Christoph Peschek übergeben. Das hatte aber nichts mit der damaligen Zeit zu tun, sondern das war eine... Nein, gar nichts. Also das nein, war überhaupt nicht. Geplant oder irgendwann einmal absehbar, nein, dass das... Also nein, ich hab's damals schon auch angekündigt, dass ich mich dann... es waren damals, glaube ich, an die 22 Jahre, und das sind wirklich im Schnitt 12 bis 14 Stunden täglich, Samstag, Sonntag, und das zehrt. Und ich habe damals gesagt, auch zu Michael Kramer, schon ein Jahr davor, noch in der Bauphase, dass ich mich da dann zurückziehen möchte mit der Stadioneröffnung, mit dem Abschluss des Projektes. Und er hat sich rechtzeitig umgeschaut, das Präsidium hat sich umgeschaut um den Nachfolger. Und ich habe große Freude, den Christoph Peschek auch heute dabei zu unterstützen und das ganze Team in einer Form, wo es zu meiner Zeit ja nicht vergleichbar war, die Größe des Vereins, die Umsätze des Vereins, den Club und die jetzige Führung, den Zoki Barisic und den Christoph Peschek dabei zu unterstützen. Aber vor allem auch das Team, also das Sales-Team, das Team, das den Businessbereich aufgebaut hat, die Partner und die Sponsoren
macht mir täglich eine große Freude. Und da ist jetzt im Moment so Ihr Tätigkeitsbereich? Das ist der Schwerpunkt. Okay. Im Prinzip die Konzentration, den Business Group weiter aufzubauen, die Business Partner branchenübergreifend miteinander zu Erfolg zu führen und beim Club zu lassen. Also im Prinzip das, was ich seinerzeit vor vielen, vielen Jahren in England kennengelernt habe, den Businessbereich, dass die Wirtschaftspartner ganz ein wichtiger Bestandteil sind an einem Verein. Und ich, das ist vielleicht noch ein wichtiger Teil für die Zukunft, auch den Kernfans Stück für Stück auch die Bereitschaft, zur Bereitschaft einzuladen, so formuliere ich es, den wirtschaftlichen Teil als wichtiger Bestandteil der großen Rapid-Familie zu betrachten. Und auch, wir werden nie Rapid verkaufen, wir werden nicht den Namen verkaufen, aber es sind diese 500 Firmen, diese 500 Unternehmen sind maßgeblich sehr, sehr verantwortungsvoll und sehr verantwortlich dafür am Budget, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit, das Fernsehgeld und die Ticketeinnahmen, mit dem geht es nicht. Es geht nur aus diesem gesamten, die vier Kennzahlen sind Ticketeinnahmen, Sponsoring-Einnahmen, Transfer. Merchandising, Transferschnitt. Und das ist ein, das muss laufend miteinander überknüpft und verknüpft werden. Wie schwer ist es jetzt momentan, die Partner, die Sponsoren zu halten? Oder gibt es da jetzt schon, wo gibt es Probleme, sagen, naja, keine Zuschauer, irgendwie ist das alles sehr, sehr schwierig im Moment, könnte ich mir vorstellen. Lockdown, jetzt wieder keine Zuschauer, zwei große Spiele, West Ham und das Derby ohne Zuschauer. Wie schwierig ist das, die Sponsoren bei Laune zu halten? Es ist sicher die schwierigste Zeit, die ich je bei Rapid kennengelernt habe. Also der Beginn, da haben wir sehr klare Ziele gehabt und da haben wir gewusst, wie, was wir tun. Aber jetzt in der Pandemie, Stopp aus, kein Zuseher. Und wir sind ein Freizeitdienstleister. Die Leute kommen ja zu uns in der Freizeit. Ist eine irrschwere Zeit. Die Leute mit viel Kommunikation, mit viel Zeit, mit jedem Einzelnen Zeit zu verbringen, die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, gerade in der Zeit auch beim Verein zu bleiben. Wir haben ja die meisten Jahreskarten, wir haben die meisten Besucher und gerade jetzt kann man nicht ins Stadion gehen. Und die Planbarkeit, also an der Stelle an alle Mitarbeiter, ob das ist im Club-Service-Team, ob das ist im Merchandising, ob das bei uns im B2B-Bereich, Kommunikationsabteilung. Also wir sind überall weit über Stunden, weit über fast im Normalbetrieb unterwegs, diesen Betrieb jetzt zu balancieren, Hochseilakt, und unsere Kunden, und ob es jetzt Fans sind, Fanclubs sind, Jahreskartenbesitzer oder Businesskunden, über diese Phase drüber zu heben. Und an der Stelle mit unglaublicher Disziplin, wie wir wieder den Betrieb aufgenommen haben und in Wien 2G plus PCR war. Irrhohe Disziplin. Wir haben keinen einzigen Cluster gehabt. Die Leute haben Abstand gehalten. Wir haben ja die Phase gehabt mit dem Schachbrettmuster im Stadion. Immer ein Sessel frei. Also an der Stelle an alle beteiligten Mitarbeiter, die ja laufend die Konzepte ausgearbeitet haben. Es geht nur gemeinsam und an der Stelle ein Dankeschön an alle, die jetzt zuhören und die Zuschauer und die Businesskunden. Ja, alle sind wir froh, wenn wir aus der Phase irgendwie wieder rauskommen in einen Normalbetrieb und die Leute dann wieder ins Stadion zurückbringen und zurückführen. Auch das ist eine Herausforderung für alle. Wir haben jetzt fast einen 40-prozentigen Zuschauerrückgang. Zwar nicht in der Form, dass die Abos zurückgegeben, aber selbst der Abonnent kommt nicht immer und wartet auch ab, wie das ist mit dem Impfen und so. Es gibt da schon ein hohes Bewusstsein. Also eine schwierige Zeit, die wir sicher mit Impfen, mit der hohen Disziplin gemeinsam bewältigen. Jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen. Eine halblustige. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Sie waren einmal vor langer, langer Zeit bei meinem Fanclub, bei einem Fanclub-Treffen und haben uns damals angekündigt, dass der Stefan Lexer unterschreiben wird bei Rapid. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Der Effekt war nämlich der, dass wir alle dann um Mitternacht, das war so ganz knapp vor Transferschluss, um Mitternacht vom Fernseher oder Internet gehangen sind und auf die Flugzug, der Stefan Lexer für die Jüngeren damals ein, ja,
einer der besseren Mittelfeldspieler in Österreich von der SV Ried. Und das haben wir, den Running Gag haben wir bis heute, wenn wir mal in Fanclub intern diskutieren und über Werner Kuhn, na jetzt kommt, wann kommt jetzt endlich der Stefan Lexer? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Ja. An was ist denn der Transfer gescheitert letztlich? Ja, bei den Treffen, Sie haben damals noch gebeten um höchste Verschwiegenheit. Ja, ja, da wird wirklich deutlich gearbeitet. Ja. Ich müsste jetzt nachschauen, wer dann unmittelbar danach ist. Es war wahrscheinlich ein halbes Jahr später, wenn vielleicht uns das Geld zurückgehalten, weil man noch was im Auge gehabt. Es ist ja oft nicht nur die Situation an dem Zeitpunkt, ich kann, müsste nachschauen, wer es damals war, aber ich kann mich an den Abend erinnern. Ja. Ja, und wie gesagt, wir sind, und das ist heute noch ein bisschen ein Running Gag, muss ich zugeben, bei uns. Aber es wertschätzend, also nicht, wann kommt der Stefan Lexer? An der Stelle an euch alle ein großes Dankeschön. Und wir haben mich riesig, immer gefreut, wenn ich bei euch war. Danke. Nein, jetzt zum Abschluss noch, Sie sind Jahrgang 54. Wie lange wollen Sie noch bei Rapid arbeiten? Ich schaue gar nicht aufs Jahr. Ich habe Riesenspaß daran. Ich sitze heute auch im Büro und ich habe Freude daran, Wissen weiterzugeben, solange Rapid mich braucht oder Rapid meint, dass ich Rapid unterstützen kann. Unterstütze ich Rapid sehr, sehr gerne. Ich habe einen riesen Spaß daran, eine Freude daran. Und ich kann noch immer, habe ich Freude daran, Wissen weiterzugeben, Kontakte weiterzugeben. Ja, also ich kann es jetzt nicht sagen, dass ich morgen aufhöre. Es geht, ich klopfe auf Holz, der liebe Gott möge runterschauen, es geht mir gut. Ich hoffe, dass ich gesund bin, also ich fühle mich gesund. Okay. Und macht mir nach wie vor Riesenspaß. Rapid gibt auch, nimmt sehr viel, aber Rapid gibt auch sehr viel. Und an der Stelle eine große Herausforderung für uns alle, aber Rapid ist einzigartig. Rapid ist im wahrsten Sinn des Wortes einzigartig. Sind Sie durch Rapid, durch Ihre Arbeit Rapid-Anhänger geworden oder waren Sie es auch schon vorher? Ich war schon vorher. Okay. Ich bin, ich sage es ganz leise, im 10. Bezirk aufgewachsen, umgeben von Violett. Und ich habe damals gesagt, ich bin ein Grüner. Ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, so eine Protestansage. Und seitdem bin ich ein Grüner. Was war so Ihr Lieblingsspieler in dem Zeitraum, wo Sie bei Rapid gearbeitet haben? Und der Lieblingsspieler vielleicht? Zwei, drei? Zwei. Panenka und Kranke. Okay, gut. Zurück dann, also mein Papa hat mir sehr viel erzählt, Robert Dienst, also diese Mannschaft war die vom Papa und wahrscheinlich hat er auch so das Holz mitgegeben und auch damals schon, Rapid war, jetzt komme ich wieder zurück, das war immer so eine Marke, die waren nicht die Braven. Das hören halt die Traditionalisten nicht so gerne, ne? Rapid ist eine Marke, es ist so ein bisschen immer so ein... Nein, Sie mögen mir den Ausdruck, auch die zuhören, verzeihen, aber mir fehlt jetzt, ich versuche einen Begriff zu finden. Damit meine ich nicht Marke und Marketing, sondern das ist was immer gewesen. Es weckt Emotionen, ne? Ja, die Fahrwiese hat dazugehört, der Tunnel hat dazugehört, die Holzplanken hat dazugehört und wir waren nie reich. Wir haben und wir haben aber durch die Gemeinsamkeit immer die Erfolge und oft in ausweglosen Situationen hat Rapid bewiesen, dass man was zusammenbringt, wenn man zusammenhält, wenn man gemeinsam ist. Und das hat, glaube ich, Rapid immer ausgemacht. Also zu mir zurück, das war, so glaube ich, wahrscheinlich Rapid. So ist Rapid bei mir Rapid geworden. Gut, schönes Schlusswort. Ich möchte jetzt auch nicht mehr allzu lange Ihren Feierabend durcheinander bringen und stören. Ich möchte mich ganz herzlich für das sehr offene, das war auch sehr langes Gespräch, bedanken. Ich glaube, ich bin sicher, einige sehr interessante Einblicke mal so hinter die Kulissen, vor allem in die Zeit zu Beginn Ihrer Amtszeit. Ich wünsche Ihnen, ja, Ihnen und Ihrer Familie natürlich einmal erst eine Gesundheit, jetzt über Weihnachten schöne Feiertage. Und vor allen Dingen viele noch, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team, mit Christoph Peschek angefangen, die nächsten Monate, die wahrscheinlich in sportlicher Situation, aber vor allen Dingen auch wirtschaftlich, glaube ich, nicht sehr einfach sein werden, gut durchführen durch diese Zeit. Herr Deutsch, vielen Dank für Ihre Fragen, die mir auch wieder einiges bewusst, die Zeit vergeht so schnell, bewusst gemacht hat. Und ich möchte auch an der Stelle nicht nur Ihnen Danke sagen und eine
frohe Weihnachtszeit, dass wir bald alle miteinander ein Dankeschön auch an unsere Fans, an unsere, sage ich einmal, große Rapid-Familie, ein Dankeschön, dass sie uns unterstützen, durch diese Zeit durchzukommen. Trotzdem eine angenehme Weihnachtszeit, den anderen Begriff nehme ich gar nicht in den Mund, weil das ist eh schon das tagesfühlend und stundenfühlend. Frohe Weihnachten, Gesundheit, an erster Stelle Gesundheit und ein Dankeschön, dass ihr alle Rapidler seid. Und wenn jemand zuhört, der kein Rapidler ist, dann hoffe ich, dass ich ein bisschen was weitergegeben habe. Okay, dann sage ich vielen Dank, wünsche noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns ja bald einmal wieder. Danke vielmals. Danke, Herr Deutsch. So, das war die Folge 63 mit Werner Kuhn. Ich bedanke mich noch einmal herzlichst bei Herrn Kuhn, der sich da doch sehr, sehr lange Zeit genommen hat. Wie gesagt, ich entschuldige mich noch einmal für kleine technische Unzulänglichkeiten. Durch die Pandemie und durch den Lockdown mussten wir das Gespräch virtuell, also via Skype aufzeichnen und da läuft es nicht immer ganz einwandfrei. Ich freue mich auch schon auf die nächste Ausgabe. Auch da können sich schon viele, viele drauf freuen. Vielleicht ahnt der eine oder andere schon, es wird eine besondere Ausgabe mit einem besonderen Gast. Und zunächst möchte ich mich dann verabschieden, bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen für eure lange, lange Treue und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM